Ja, herzlich willkommen am ISB, herzlich willkommen zu unserem zweiten Video-Event. Ich möchte ein bisschen was zu unserem neuen Design von unserem zweiten Video-Event sagen, nachdem wir letztes Mal ja schon eine Version ausprobiert haben. Wir haben dieses Mal gedacht, es ist sinnvoller, wir splitten es ein bisschen, wir teilen es auf und da haben wir uns verschiedene Steps gedacht, die ich hier schon ein bisschen beschrieben habe. Dazu will ich ein bisschen was sagen, danach werde ich auch den Marc Miener nochmal vorstellen als derjenige Lehrtrainer, den viele von euch kennen, der uns ein Fallbeispiel aus seiner eigenen Praxis mitgebracht hat. Und da macht es sicherlich Sinn und lohnt sich einfach, den Marc als Lehrtrainer mit vielen Weiterentwicklungen, die er hier auch am ESB eingebracht hat, vorzustellen. Ja, unser neues Video-Event sieht so aus, dass wir gleich im Anschluss einen Impuls sehen werden von Marc als ein Fallbeispiel aus seiner eigenen Praxis. Da wird er ungefähr uns eine Viertelstunde aus seiner Tätigkeit berichten und auch mit verschiedenen Metakommentaren das sehr deutlich illustrieren, was er da gemacht hat. Danach gibt es eine Woche Zeit, nachdem dieses Video dann online gestellt ist, um eure Fragen, eure Anregungen, eure eigenen Beispiele, eure Reflexionen zu sammeln. Das werden wir euch dann noch mitteilen, wie wir das technisch umsetzen. Und daraufhin wird von uns, vom ISB mit Marc, nochmal ein zweites kleines Video kommen, wo sich Marc nochmal bezieht auf eure Anregungen, auf eure Beispiele und auf eure Fragen. Und daran im Anschluss als vierten Schritt werden wir dann ein Online-Webcast haben, also eine Online-Diskussion, wo wir ganz synchron dann uns nochmal gemeinsam austauschen können, wie wir das beim letzten Mal auch schon gemacht haben. Der Marc Miener ist Lehrtrainer bei uns am ESB seit vielen Jahren. Er leitet seit 1990 seine eigene Selbstständigkeit. Seit 2005 hat er das Institut für systemische Führungskultur in Nürnberg, wo er viel mit Führungsthemen und Führungskräften arbeitet. Und der Marc hat hier selbst am ESB sehr viele Didaktiken, sehr viele Arbeitsformen weiterentwickelt. Und er berichtet uns in dem Fallbeispiel aus seiner eigenen Praxis etwas speziell zu einem seiner Herzstücke seiner eigenen Entwicklungsarbeit, nämlich den hierarchieübergreifenden Lern- und Coaching-Formaten. Und er hat uns ein sehr schönes Beispiel mitgebracht, wie er eine Auftragsklärungssituation auch mit ISB-Modellen und ISB-Perspektiven gestaltet hat. Und was ich besonders gelungen finde an dem Beispiel ist, dass er innerhalb der Darstellung immer wieder rausgeht und mit Metakommentaren das verdichtet, was ihn selbst beschäftigt hat, was ihn selbst gesteuert hat. Und daran kann man schön auch die eigene Praxis, das eigene Vorgehen nochmal reflektieren. Und dem Marc war es an der Stelle auch nochmal wichtig, dass es als gemeinsames Beispiel dienen soll, an dem weitergelernt werden kann, an dem reflektiert werden kann. Wir sind auch gerne interessiert daran, was euch angeregt hat, was euch inspiriert hat, was euch aber auch befremdet hat. Also all diese Reflexionen, die sind uns und auch dem Marc wichtig. Und es soll als gemeinsames Lernbeispiel dienen. Und dazu lade ich euch jetzt ein. Ich wünsche euch viel Spaß mit Marc Miener und freue mich auf den Austausch, der entsteht.